süß. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Mysterium beschäftigen. Ich werde das Event kurz erklären, euch zeigen, worauf habt ihr zu achten und warum ist dieses Event ein cooles Feature, mit dem ihr gute Rewards bekommen könnt. Grundsätzlich, das Mysterium wird nach allen 2 Tagen resettet. Das bedeutet, alle 2 Tage könnt ihr dieses Event machen, wie wir oben sehen. Einen Tag um 12 Stunden, das heißt, heute ist es neu. Wie funktioniert es? Also, Punkt 1, ihr habt alle Kommandanten, die ihr in-game habt, habt ihr auch hier zur Verfügung. Nein, ihr könnt nicht nur euren ersten Marsch einsetzen, sondern alles. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn meine besten 4 Kommandanten tot sind, dann kann ich einfach auf die nächsten wechseln. Das ist gar kein Problem. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, was wollt ihr hier eigentlich erreichen? Also es gibt immer hier noch ein paar Erklärungen und so fort. Das könnt ihr auch anschauen. An sich ist das Ziel, ans Ende dieser Ebene zu kommen und den Boss zu besiegen. Da bekommt ihr nämlich immer noch legendäre und sterbliche Pieces. Also diese kleinen Puzzleteile davon, bekommt ihr immer ein paar davon. Was ist wichtig, wenn ihr dahin gelangen wollt? So, grundsätzlich schaut erstmal, welche Gattung ist euer Team. Bei mir ist es jetzt Wasser. Das heißt, ich weiß, gegen Erde will ich am besten nicht kämpfen. Dann schaut ihr noch die anderen Rewards durch. Kisten, wenn ihr die einsammelt, da sind so ein bisschen Holz, ein bisschen Gold drin, also ein bisschen kleine Belohnung, ein paar Booster, aber nur wirklich sehr, sehr kleine Belohnung. Die Mirrors, also die Spiegel, da könnt ihr euch Kommandanten auswählen, die ihr dann benutzen könnt. Hier werde ich schon mal lang gehen, das weiß ich jetzt schon, weil der Harald hilft mir weiter, wenn mal was kaputt geht, weil der passt zu meinem Wasserteam. So, dann sind wir in der nächsten Stufe, jetzt können wir auswählen. Okay, gehen wir jetzt hier kämpfen. Da schauen wir direkt mal rein. Okay, wir haben Wind, da haben wir keinen Vorteil gegen. Hier haben wir Wasser, ist unsere Klasse. Was kommt hier links außen? Da kommt Blitz. Gegen Blitz sind wir natürlich schwach. Das heißt, der Weg wäre an sich gar nicht so schön. Aber da die relativ schwach sind dort und wir hier nochmal Kommandanten bekommen, könnte das gar keine schlechte Idee sein, hier lang zu gehen. Hier haben wir auch wieder Feuer. Aber da müssten wir zwar dafür kämpfen. Ne, wir werden jetzt wirklich unten lang gehen. Also ich persönlich gehe immer den Weg mit dem geringsten Widerstand. Hier den ersten Kampf dodgen. Ein paar kleine Belohnungen mitnehmen. Kommandanten heilen brauchen wir zwar nicht. Machen wir jetzt aber einfach. Und da haben wir unseren ersten simulierten Kampf hier. So, ich werde ihn mal ablaufen lassen. Einfach nur zu zeigen, wie es geht. Ja, es kann nervig sein, wenn ihr die Kämpfe immer durchlaufen lasst. Aber wo ist der Vorteil, wenn ihr sagt, okay, ich schaue mir die echt an? Wichtig in solchen Spielen beispielsweise ist, dass ihr versteht, wann werden Skills genutzt und warum aktivieren meine Kommandanten oder meine Unsterblichen in manchen Situationen einfach keine Skills. Wie beispielsweise hier, kommt ein Dragon, er hätte jedem freezen können. Das heißt, er hätte jemanden einfrieren können, das heißt, sie hätten nichts gemacht. Das ist natürlich nicht geprockt, deswegen führen die jetzt alle ihren Skill durch. So, der Kampf ist gleich zu Ende. Da haben wir den ersten Kampf geschafft. Das war erfolgreich. So, jetzt bekommen wir Belohnungen, die wir für uns aussuchen können. Hierbei ist es wichtig, ihr müsst wissen, welche Truppengattung habt ihr. Ich habe 2 Kavalleriemärsche und 2 Archermärsche. Und jetzt müsst ihr entscheiden, wo gehe ich hin. Ich persönlich würde mich jetzt für den Attack Speed entscheiden, da wir damit auch mehr Energie regenerieren und mehr Skills ausüben in der vorherigen Reihe. Da wir damit auch mehr Energie generieren und in der ersten Reihe öfter unsere Skills üben. So, jetzt habe ich natürlich die Wahl. Die kommen dann bräuchte ich rein theoretisch nicht. Aber in den Kisten ist sowieso immer Bescheidenheit drin, sage ich jetzt mal. Deswegen nehmen wir natürlich hier noch einen mit, falls später eng wird. Wir nehmen mal einen Tank mit, den Richard. Zack, holen uns die Kiste. Auf späten Ebenen wird es auch noch wichtig zu sagen, okay, ich muss gucken, da habe ich nicht nur hier einen Weg, wo ich alles quasi mitnehmen kann, sondern da muss ich schon schauen, dass ich im Grunde genommen den richtigen Weg wähle. Weil es gibt ja verschiedene Shops, den Shop zeige ich euch gleich und da solltet ihr im Grunde genommen darauf achten, dass ihr da einen richtigen Shop wählt, falls da was Interessantes für euch drin ist. So, jetzt kommt der erste interessante Punkt noch, den ich euch zeigen möchte. Anschließend werde ich das einfach nur durchspielen, dass ihr die Sachen seht und kurzfristig vielleicht mal
einen Kommentar dazu droppen. Aber hauptsächlich einmal, um zu sehen, wie funktioniert das, worauf kann man achten. Was bei diesem Händler drin ist, das könnt ihr auch schon vorher nachgucken. Die Sachen sind immer etwas reduziert und darauf solltet ihr achten, wenn ihr später auch die Wege, im Grunde genommen, den Wegen folgt, wo ihr lang wollt. Hier, das ist der Brunnen des Lebens, ist auch ganz interessant, weil damit, wenn ihr einen gefallenen Unsterblichen habt, das heißt, er ist tot, dann wird er wiederbelebt, sonst wird der Unsterbliche geheilt, der die wenigsten Leben hat. Relativ gutes Item, schadet uns nicht. So, hier haben wir Wind, hier links haben wir Feuer. So, gucken, wenn ich jetzt wo lang gehe, passiert was. Ich persönlich würde jetzt gern gegen Feuer kämpfen, da ich keinen Toten habe, brauche ich den Brunnen nicht. Ist hier ein Wasserkommandant? Hier ist ein Ramses mit drin, okay. Dafür müsste ich gegen Wind kämpfen. Das werde ich aber mal auf mich nehmen, da habe ich keinen großen Nachteil durch. Weil gerade wenn ich jetzt gleich nochmal die schwerere Stufe wähle, wird es interessant, dass ich da im Grunde genommen noch mehr Kommandanten habe. Grundsätzlich wichtig ist, gerade am Anfang, nehmt nicht alle Kämpfe mit. Vielleicht, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich bin richtig stark, ich verliere fast keine Power, wenn ich gegen die kämpfe. Ja, versucht, so wenig Kämpfe wie möglich mitzunehmen, dass ihr so viele Truppen habt. Ihr habt insgesamt 3 Ebenen, auf denen ihr euch bewegt. Und dort solltet ihr natürlich bis Ende die maximale Anzahl von Truppen mitbringen können, um das relativ einfach durchstehen zu können. So, werte Freunde, hiermit haben wir die 2. Ebene vom Mysterium abgeschlossen. Das, was ihr sehen konntet, ist, wenn ihr sagt, okay, ich bin deutlich stärker als meine Gegner auf der Map und ich verliere nahezu keine Truppen, dann könnt ihr auch mehr Gegner besiegen als nötig, nur um Gold zu halten. Wie ihr seht, bekommt man relativ viel Gold hier. Und Gold ist mega wichtig in diesem Spiel, allein um eure Drachen zu leveln und ähnliches, benötigt ihr sehr viel Gold. Was ist die Besonderheit, sofern wir hier im Grunde genommen das abgeschlossen haben, also die 2. Ebene,
Nun können wir auswählen, wie wir weiter verfahren. Entweder mit dem normalen Portal oder wir sagen, okay, wir gehen ins schwere Portal und machen den Hard Mode weiter. Dort haben wir natürlich auch etwas bessere Belohnung. Und das werden wir jetzt machen. So, werte Freunde, das war hier das Video zum Mysterium heute. Mal ein paar Erklärungen und das Full Gameplay, wie man es mit der harten Ebene spielen kann. Wie gesehen habt, ich hatte sehr, sehr viel Leben am Ende übrig. Ich hätte noch ein, zwei Gegner auf dem Weg mehr machen können. Mein Motto ist eher mehr Safety First, weil ich am Ende die goldenen Karten haben möchte. Aber ich hoffe, ihr konntet verstehen, warum dieser Modus so wichtig ist. Er bringt uns so viel Gold. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Video haben? Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.